viel Erfolg. Ich hab's getreten. Wie das gerade klingt. Vielleicht hab mein Auto gerade da runtergetreten. Ja, das Finger ist gerade so schön, dass er noch einen Stupser fehlt. Mit dem Auto bist du krank gekommen, weil es halt zu niedrig war, sag ich mir. Hätte jetzt das Nitro gehabt, wie du, hättest du besser ausgewählt. Gib dich mal an. Bitteschön. Nichts zu danken. Nein, nein, danke schön. Was macht Attila? Sein Schweigen dauert schon zu lange an. Hat er sich nicht bei euch gemeldet? Er sagte jedenfalls, dass er es wollte. Dann geht es ihm. Warte mal. Ich habe ihm bei seinen Forschungen geholfen. Er meinte, dass er jetzt etwas Zeit braucht, um alles aufzuschreiben. Würdest du mit in Erfahrung bringen, warum er sich nicht gemeldet hat? Wir müssen sicher sein, dass er seine Aufgabe beendet. Sind ja echt weit gekommen. Okay. Aha. Alter! Du Raudi! Mein Auto im Weg. Wahrscheinlich ist Attila tot. Er meint, er hat Krebs. Ich muss auch da bleiben für den Spur. Du redest, ne? Oh, schon zu weit. Attila, der Hunnenkönig, aß er viel und trank nicht wenig. Er hatte einen dicken Bauch, den wollen wir auch. Drum esse jeder, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Hat er ihn doch gegessen, Zähneputzen nicht vergessen. What the fuck? Du solltest dich mal heilen. Ich hab keine Medikits. Ernsthaft? Wollte ich ja ständig, weil ich andauernd die Fresse krieg. Ja, dann heil ich dich gleich. Heil dich betatschen. Okay, geil. Wo ist dieser Popelkopf denn jetzt? Hier hängt ein Brief von Attila. Wo ist der so schnell hin? Hat er die Chance auf ewiges Leben gefunden oder was, um den Krebs zu heilen? Ist er das mal weg? Keine Ahnung. Kai, das, was ich getan habe, wird der Mutter eine bessere Antwort auf ihre Fragen geben, als die Forschungsarbeiten, mit denen ich hätte Zeit verschwenden können. Ich war ein berühmter Ethnofotograf und kam auf Einladung der Frau des hiesigen Kolonels nach Aran. Der Kolonel, die Mutter, diese Worte wurden hier mit größtem Respekt ausgesprochen. Nach einer Weile waren es für mich Amir und Jasmin. Wenn es je ein glückliches Paar gab, dann dieses. Auf Wunsch des Kolonels blieb ich zurück, als plötzlich die Hölle los war. Ich war hier, als er zurückkam, um sie zu holen. Und ich wurde Zeuge, als er gebissen wurde. Wiederum bat er mich zu bleiben, und ich erfüllte ihm diesen Wunsch. Ich dachte, dass er wollte, dass ich sein Leiden beende. Aber das war nicht der Fall. Er gab mir etwas, das ich an sie weitergeben sollte. Jedoch nur, wenn mich ihr Geisteszustand nach dieser Tragödie nicht beunruhigt hätte. Aber ich habe sie nie wieder gesehen. Ich fühlte mich zurückgewiesen und alleingelassen. Und nun, da ich bald sterben werde, kann ich mein Versprechen nicht halten. Sie will mich immer noch nicht sehen. Aber Sie sind anders, Kai. Sie haben die Chance, ihr zu begegnen. Ich habe deshalb auch keine andere Wahl als das, was der Kolonel mir mitgegeben hatte, Ihnen anzuvertrauen. Ich weiß, dass Sie die richtige Entscheidung treffen werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Prägen Sie sich diesen Code bitte gut ein. 25198603. Ich bitte um Vergebung für all meine Fehler. Attila H. Punkt. Ist wohl, wenn man was zum Schreiben braucht, ne? Ach, das hat der Crazy bestimmt gemerkt. Mhm. Okay, 25. Ich glaube nicht, dass du den andersweise selber eingeben musst. Das ist nicht Penumbra. Ich weiß es noch nicht. Das ist nicht Penumbra, das ist nicht im Major. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste, mein Guter. Ich werde immer mit Steinen. Oh, das heißt, die Sackfalte ist jetzt abgehauen, oder was? Ja. Den man uns quer durch die Welt gejagt hat. Ja, aber der muss ja noch irgendwo hier sein. Der kann ja nicht einfach weg sein. Der hat sich umgebracht, da ist so ein Pfeil. Sieht stark nach Keller aus. Hier geht's nicht in den Keller. Oder von außen irgendwie? Moment, warte, geh nicht vor!
brennt er aus noch um der Räume. Keine Ahnung, wie man zum Keller kommt. Ist ja auch vom Haus ausgegangen. Ach, hier. Hier ist er nicht. Wir müssen noch tiefer. Hier. Wo wir rein sind. Oh nein. Attila, was zum Henker haben Sie getan? Hey, hier spricht Kyle Crane. Ich bin bei Attila zu Hause. Wie geht es Attila Crane? Sag schon. Er hat sich die Kehle aufgeschlitzt. Er hat die Maske aufgesetzt und sich umgebracht. Eine alte, rote Maske, die ich im Tempel der Sonne gefunden habe. Dieser alte Narr hat dich geleimt, Crane. Was? Wie? Damit du diese Maske suchst. Wir wissen alles über sie. Die Maske war nicht seine Aufgabe, Crane. Attila war todkrank. Der Krebs fraß sich durch sein Gehirn. Er muss überzeugt gewesen sein, dass der Gott der Sonne erscheinen und Besitz von seinem Körper ergreifen würde, wenn er sich die Maske aufsetzt und sich die Kehle aufschlitzt. Aber... warum? Warum sollte er das glauben? Und er wird die Tore des Todes passieren, auf das er neues Leben bringe. Attila hat das wohl als Selbstmord gedeutet. Ein Fehler, der ihn das Leben kostete. Nimm die Maske und such nach dem Buch, das Attila für uns schreiben sollte. Bring alles zu Yazir, wir kümmern uns dann um den Rest. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Abfuck hier gerade, ey. Was ist denn mit den Leuten hier los? Ich meine, klar, ich habe auch nicht Bock auf Zombies, aber deswegen schlitze ich mir nicht die Kehle. Der Typ, der hatte Krebs, wahrscheinlich Gehirnkrebs, deswegen war der so bescheuert. Okay, wenn du das sagst. Ja, dann müssen wir nach oben. Ah, leck mich doch. Ich hol das Buch schnell. Okay. Ich hab's schon. Siehst du, hast du dir 3 Meter Fußweg gespart. Yay. Juhu. Und jetzt geht's wieder zu Yazir. Hin und her, her und hin. Ja. Aber Hauptsache, du rennst schon vor, du Affe, ne? Puh. Warte doch auf mich. Ja, da warte ich auf dich und als Dankeschön werde ich gerammt. Normalerweise beschwerst du dich nicht darüber. Das wäre eigentlich mein Job, dich zu rammen. Verstehst du? Ja. Das weckt Erinnerungen. Als wir uns das erste Mal gesehen haben. Es gab so Zeiten, da haben wir uns irgendwie die ganze Zeit nur so hin und her geschaut. Ja, kann ich mich vielleicht noch mal heilen. Hey, ich mach meinen Shop hier bald dicht. Hallo? Ja, mach mal. Hallo? Ja, ich hab mit dir geredet. Ich hab's nicht gehört, der Typ war zu weit. Was vorher gesagt, bevor der Typ geredet hat. Du musst mich mal heilen. Alter! Ist eklig, oder? Boah, ist das widerlich! Oh! Auf was bin ich denn da gerade gelandet? Ich glaube, der muss so ein Ding. Propangasflasche. Ich muss von der Straße abgekommen. Ich glaube, es wäre der richtige Weg, wa? Ich bin weg, tschüss! Wie bist du weg?
Da war ein Dicker, dem bin ich gerade voll vors Knie gefahren. Ja, genau dem da. Oh, Ladies, geht mir doch nicht auf den Sack. Ist genug für euch alle da. Nach Aktivitäten, das sehe ich, dankeschön. Da können wir uns später drüber zeigen. Ups, hier ist eine Brücke. Hier. Bin ich schon mal hier? Hey, oh, wenn ihr jemanden anhört, in ein paar Minuten packe ich dann zusammen und dann bin ich weg. Also Beeilung, Leute. Ja, dann hau doch ab. Passiert keine Sau. Fahr ein Schild und neue Fahrerstufe. Merke ich mir. Armes Schild. Alter. Diese Wasserpfützen sind echt mörderisch. Ja, genau. Bin auch da. Ja, sehr, stell bitte keine Fragen, sondern gib diese Sachen den Akolyten, sobald du die Möglichkeit dazu hast. Es ist sehr wichtig für die Mutter, ich weiß. Haben sie mir schon gesagt. Ich sag ihnen, dass ich alles habe. Ich mal an, da. Irgendwie ist der Typ ein bisschen eingebildet, ey. Ja, war irgendwie gerade so komplett teilnahmslos daran, was das betraf, ne? Hallo! Ein Schlägertyp. Wir haben Infos über eine Gruppe erhalten, die zu deiner Beschreibung passt. Sie hat sich im Kornspeicher eingenistet. Wenn diese Banditen die Höhle leergeräumt haben und unseren Bruder Orken irgendwo festhalten, dann mit Sicherheit dort. Ich seh's mir mal an. Wir wissen beide, wer das ist. Aber es könnte unsere letzte Chance sein, zu finden, wonach wir alle suchen. Kommst du an? Ja. Oh, komm, von da hinten sind wir gerade erst gekommen und schon wieder zurück, ey. Meint ihr doch auf mich? Ich bin doch so unglaublich lahmarsch. Guten Tag. Ich bin für eine bessere Straßeninfrastruktur in diesem Dörfchen. Ja, wir sollten einfach die Straßen benutzen, die da sind, anstatt einfach über den Keller zu fahren. Wir müssen eh um den Berg rum. Wäre eine Möglichkeit, aber... Alter! So. Du hast doch die Straße, was willst du denn? Alter, geh mir doch nicht auf die Eumel.
Speicher. Oh, ja. Kannst du dich daran erinnern, als ich jetzt zu dir meinte, das wird auch lustig auf dem Kornspeicher? Ey, die Klappe. Spoiler. Spoiler denn? Du gefragt, ob ich daran erinnere. Ich erinnere mich daran. Naja, du kennst Reis-Männer, ja. Das wahre Haran-Virus. Kann er sich da hochziehen? Ist der dumm oder so? Geht nicht mit einer Waffe. Also nicht mit einer Schusswaffe, keine Ahnung warum. Nee, es geht allgemein gerade. Generell nicht. Geht doch mit einer Schusswaffe, doch. Ich weiß es nicht. Hier gibt's was, wo du mit dem Kornhaufen hier durchschaut bist und da kannst du drauf. Okay, warte, ich komm. Ja, beeil dich, ich stehe ein bisschen unter Beschuss.